Radio Dreifach. Wer unsere Grenze nicht respektiert, der bekommt die Kugel zu spüren. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Deutschland in zwei Teile aufgetrennt worden. Das durch einen Mauer, der die Grenze zwischen West und Osten dargestellt hat. Die Grenze war richtig krass bewacht gewesen, mit Soldaten, Stacheldrähten und Selbstschussanlagen. Vor 30 Jahren ist die Mauer dann endlich gefallen. Für viele Leute sind das total emotionale Bilder, die bis heute noch stark ins Gedächtnis eingebrannt sind. Der Wolfgang Welsch wollte damals flüchten, ist dann aber 7 Jahre im Gefängnis gewesen wegen dem, hat dann unzähligen Leuten zur Flucht verholfen und sogar 3 Mordanschläge überlebt. Diese Woche hat er seine Geschichte den Jugendlichen von der Kante Schüpfen und Sursee erzählt. Ich machte ja meine Flucht selbst damals unerfahren, unvorbereitet. Mir hat keiner einen Tipp gegeben und deswegen ging die Flucht auch schief, wie übrigens von vielen anderen auch. Als Fluchthelfer ist man in einer ganz anderen Situation. Keine Grenze ist so dicht, als dass sie nicht doch noch eine Möglichkeit bieten würde. Und bei mir war es eben über Drittländer, also nicht über die gut bewachte innerdeutsche Grenze, sondern über Drittländer. Wir wollten von den Jugendlichen wissen, ob der Mauerfall präsent ist bei ihnen und ob sie sich so eine Situation überhaupt vorstellen könnten. Ich verbinde mit dem Mauerfall den Anfang der modernen Zeit. Dass sich die Menschen gegen die Regierung aufgelehnt haben und sich das nicht mehr gefallen wollten. Die Einigung von Deutschland, dass eigentlich wie aus den zwei Staaten wieder ein Staat geworden ist. Vor jeder einzelne Flucht fordert individuelle Betreuung, individuelle Voraussetzungen, Recherche, dass ein großer Aufwand, der betrieben wird, jedenfalls den ich betrieben habe. Denn mir ging es ja hauptsächlich darum, dass die Flüchtlinge sicher die Bundesrepublik erreichen. Ich glaube schon, dass ich Angst habe, aber ich glaube, für das lebe ich ja auch eigentlich für meine Familie. Und wenn man das weggenommen wird, dann sehe ich nicht mehr so viel Sinn, alleine weiterzuleben. Die Schweiz ist eigentlich ein Land, das zusammengehört. Und wenn du einfach das Ganze trennen würdest, dann wärst du den ganzen Zusammenhalt gar nicht mehr rum. Und es wäre halt einfach auch völlig falsch. Also, wenn in der Schweiz ein Mauer wäre, das wäre ziemlich komisch, weil wir dann irgendwie ja wahrscheinlich auch nicht mehr so frei durcheinander reisen. Also ich fände es sehr komisch, aber kann man es in der Schweiz überhaupt nicht vorstellen. Vorstellen nicht. Ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert, aber ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen. Und ich glaube, Leute vor dem Mauerbau haben auch gedacht, so etwas würde nie passieren, aber es ist doch passiert. Und ja. Demokratie und Freiheit und der Rechtsstaat sind keine Betonblöcke, die ewig und unverrückbar da sind. Man muss sich einsetzen, dass das so bleibt. Denn es kann jederzeit wieder passieren, dass eine bestimmte Ideologie, die sich das Glück der Menschen auf die Fahne geschrieben hat, das aber soll dann jeden erreichen. Das heißt, das wird dann mit Zwang durchgesetzt. Da muss man sich dagegen wehren und schon im Ansetzen dafür sorgen, dass sowas keine Zukunft hat.